In diesem Video zeige ich die herausragenden Werke Antoni Gaudis in Barcelona. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Wir starten unseren speziellen Gaudi-Rundgang durch Barcelona im Parc Güell. Alles, was wir hier sehen, entstand zwischen 1900 und 1914 von Antoni Gaudi im Auftrag von Eusebi Güell. Güell war von englischen Gartenanlagen so beeindruckt, dass er so etwas auch in Barcelona haben wollte. Daraufhin plante Gaudí ihm eine Gartenstadt mit rund 60 Villen. Da allerdings nur zwei Parzellen verkauft wurden, konnte der Park wegen fehlender finanzieller Mittel nicht fertiggestellt werden. So findet man hier heute nur drei Häuser: das Haus der Familie Güell, das Wohnhaus von Gaudí und das Wohnhaus eines befreundeten Architekten. Dieses Haus ist heute als einziges noch bewohnt. Die anderen sind Museen. Bei der Errichtung des Parks wurde von Gaudí nicht nur auf ein umweltgerechtes, sondern auch auf ein möglichst kostengünstiges Bauen geachtet. Er passte seine Pläne dem natürlichen, hügeligen Terrain an und verzichtete auf größere Erdbewegungen. Wenn doch mal Stützmauern oder Terrassen eingebaut werden mussten, dann wurden sie mit organischen Formen ins Gelände eingefügt und vermittelten so den Eindruck einer vollkommenen Natürlichkeit. Für die vielen Mosaike, die im Park verbaut sind, verwendete Gaudí Abfälle von Keramikfabriken in der Nähe. Dies war allerdings dann doch ein Kostentreiber, da alles in Handarbeit angefertigt werden musste. Im Eingangsbereich des Parks befindet sich eine große, elegante Freitreppe, die für mich der schönste Platz im Park ist. Die Treppe führt zu einem großen Terrassenplatz, von dem aus man eine wunderbare Sicht auf Barcelona hat. Bestandteil des Parc Güell ist auch der Turo de les Tres Creus, der Turm der drei Kreuze. Dies ist eine weitere super Aussichtsplattform innerhalb des Parks, von der aus man sowohl die Parkanlage als auch die unter einem liegende Stadt perfekt sehen kann. Das wohl berühmteste Bauwerk Antoni Gaudís in Barcelona ist die Sagrada Familia. Ihr Bau wurde 1882 begonnen und er ist nach wie vor nicht fertiggestellt. Ob man es schafft, die Kirche bis zu Gaudís 100. Todestag im Jahre 2026 fertigzustellen, steht in den Sternen. Eine der großen Fassaden der Kirche ist die Geburtsfassade, die seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Sie wurde größtenteils zu Lebzeiten von Antoni Gaudí fertiggestellt. Man sieht an ihr Details der Geburt Jesu. In einzelnen Abschnitten sieht man zum Beispiel den Weg Marias und Josef nach Bethlehem, die Geburtsszene, die Anbetung der Könige und Hirten sowie die Vorstellung des jungen Jesus im Tempel von Jerusalem. Das Mittelportal wird vom Baum des Lebens, einer Zypresse, gekrönt. Man kann zwei der Kirchtürme besteigen und dabei sowohl die Details der Außenfassade näher betrachten, als auch die wunderbare Aussicht auf die städtische Umgebung bewundern. Man findet Efeu, Blütenblätter, Kürbisse und Lilien. Auch sind immer wieder Insekten wie Maikäfer, Wespen, Fliegen, Grashüpfer oder Ameisen in die Fassaden eingearbeitet. Der Innenraum ist faszinierend. Die Seitenschiffe sind 30 Meter hoch, das Hauptschiff ragt 45 Meter in die Höhe. Die Gewölbe werden von steinernen Säulen getragen, die an Bäume erinnern und deshalb an ihren oberen Enden Verzweigungen besitzen, die sich wie Baumstämme in Äste aufteilen. Die farbigen Fenster werfen wunderschöne Lichter in den Innenraum. Das Farbspektakel, das hier auf einen wirkt, ist gigantisch. Der Altar der Sagrada Familia wurde 2010 von Papst Benedikt XVI. Geweiht. Auf der gegenüberliegenden Seite der Geburtsfassade liegt die Passionsfassade. Mit ihr wurde erst nach Gaudís Tod begonnen. Sie ist nach wie vor bis heute unvollendet. Im Gegenzug zur Geburtsfassade weist sie kaum Verzierungen auf. Sie ist aber mit klaren geometrischen Figuren sehr übersichtlich aufgebaut. Man blickt hier auf den Leidensweg Christi. So sieht man zum Beispiel den Kuss des Judas, die Geißelung und die Kreuzigung. Eine Figur, die eines römischen Soldaten unter Jesus Kreuz darstellt, hat die Gesichtszüge von Gaudí. In
Inmitten des Stadtteils El Raval liegt das Palau Güell, ein Stadtpalais inmitten eines historischen Armenviertels. Das Stadthaus wurde von Gaudí für seinen Gönner Eusebi Güell entworfen und bis 1890 erbaut. Auffällig an der Vorderseite sind die beiden großen Tore, durch die man mit Pferdefuhrwerken einfahren konnte, um in die unteren Pferdeställe und Vorratsräume zu gelangen, während Gäste über Treppen in die oberen Stockwerke kommen konnten. Dies hat einen praktischen Grund, denn das Anwesen liegt mitten im damaligen Armenviertel. Da aber Güells Eltern nur wenige Meter Luftlinie entfernt wohnten, legte Güell Wert darauf, so nah wie möglich bei ihnen zu leben. Durch die breiten Tore, durch die die Kutschen ins Gebäude hereinfahren konnten, musste nicht vor dem Haus ein- oder ausgestiegen werden. So blieb den reichen Bewohnern der Kontakt zu ihren armen Nachbarn größtenteils erspart. Am beeindruckendsten empfinde ich die Dachterrasse. Hier sind sehr viele verspielte Figuren und Formen zu sehen, die eigentlich nichts anderes sind als Abdeckungen von Schornsteinen und Ventilationstürmen. Diese Art der Bauweise kennt man bereits vom Park Güell. Das Bauwerk hinterlässt einen majestätischen und gediegenen Eindruck. Diese Wirkung hat Gaudí als Hommage an seinen treuen Auftraggeber bewusst angestrebt. Hier sehen wir die Casa Mila, besser bekannt als La Pedrera, den Steinbruch. Mit diesem Gebäude leistete Gaudí Pionierarbeit. Er schuf eine natürliche Belüftung sämtlicher Wohnräume und machte somit den Einbau von Klimaanlagen überflüssig. Hinzu kommt, dass sich in jeder Wohnung die Wände individuell verändern lassen, und auch an die Errichtung einer Tiefgarage hat er in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts schon gedacht. Eine weitere Besonderheit des Hauses ist, dass es keine tragenden Wände, sondern tragende Säulen gibt. Zum Haus gehören drei Innenhöfe, ein runder und zwei elliptische. Gaudí hat diese Gestaltungsmerkmale bei vielen seiner Bauwerke verwendet, um so die Räume mit ausreichend Licht und frischer Luft versorgen zu können. Nahezu alle Zimmer der Immobilie besitzen Tageslichtfenster. Für die Zeit der Errichtung eine absolute Rarität. Das Anwesen wurde in Barcelona lange Zeit verspottet und kam so zu seinem Spottnamen La Pedrera, der Steinbruch. Der Name kam aufgrund der unregelmäßigen Fassade mit seinen vielen Vorsprüngen und der wuchtigen Masse zustande. Die Casa Mila war der letzte Profanbau von Antoni Gaudí, bevor er sich ganz auf das Kirchengebäude Sagrada Familia konzentrierte. Auch hier zeigt die Dachterrasse interessante Belüftungsschächte. Man kann von hier oben eine sehr gute Aussicht auf die umliegenden Straßenzüge werfen. Eine Dachterrasse ist mit Einrichtungsgegenständen aus den 1920er Jahren ausgestattet und kann besichtigt werden. Die anderen Stockwerke sind für Besucher gesperrt, denn hier befinden sich Büros oder Wohnungen alteingesessener katalanischer Familien. Und hier sehen wir Casa Bayó, ein absolutes bauliches Glanzstück von Barcelona. Es wurde in den 1870er Jahren errichtet und dann Anfang des 20. Jahrhunderts von Gaudí im Stile des Modernisme komplett umgebaut. Beeindruckend ist allein schon die Fassade. Sie gibt die Legende des heiligen Georg wieder. Er ist der Schutzpatron Kataloniens. Das Dach stellt die Schuppen des Drachen dar, gegen den der heilige Georg kämpft. Das Kreuz auf dem Dach ist die Lanze des Heiligen. Die schmiedeeisernen Balkone stellen Totenköpfe dar und die Galerie im ersten Stock ist das Maul des Drachen. Das Gebäude kann teilweise besichtigt werden. Das Foyer, die Belle Etage, das Treppenhaus, der Dachboden, das Dach und der Hinterhof sind für Besucher zugänglich. Fast 1 Million Besucher werden hier Jahr für Jahr durchgeschleust. Das Haus zählt zu den 10 wichtigsten Sehenswürdigkeiten Barcelonas. Man kann von diesem Architekturstil halten, was man möchte. Den einen gefällt er, den anderen nicht. Mir persönlich gefällt er sehr gut, besonders deswegen, weil er so anders und so verspielt ist. Die heutigen Neubauten sind alle irgendwie gleich und einheitlich. Anhand der hier gezeigten Meisterwerke der Architektur kann man einen Eindruck davon gewinnen, um wie viel schöner der katalanische Jugendstil ist. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Spanien interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Jugendstil aus Norwegen sehen willst, dann schau dir dieses Video aus Ålesund an. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.